Immer wenn die Schmelze... 300 war das. Oh Gott, der ist Stufe 8. Oh Gott, wir sind Stufe 6. Ja. Egal. Wir schaffen das diesmal, okay? Wir schaffen das. Hier, Pfeil des Eises. Feuer und Eis, das tut sich doch nicht gut. Du bist immun gegen... verängstigt. Achso, ich wollte gerade sagen. Okay, zu beenden. Du kannst... Kannst du ihn von hier ausschlagen, ohne dass wir das, die Lava berühren? Ja, ne? Fehlschlag. Wieso? Verwundbarkeit gegen Wuchtschaden. Wieso hast du immer noch die Resistenzen? Ach stimmt, da war ja was. Er hat ja trotzdem... Wir haben keinen Wuchtschaden, ne? Ich glaube, dafür bräuchten wir eine Axt. Das ist leider nur 25. Egal. Wir müssen mit Lasel trotzdem schlagen. Das ist unser... Oh, kritischer Treffer. Nice. Das ist ja nun mal unsere Hauptangriffsquelle mit ihr. Die Schläge. Die verprügelt gerne, Leute. Verprügelt, nicht verprügelt. So, der Hund. Du bleibst bitte weg. Ich will nicht, dass du angreifst. Lasel, kannst du einen von deinen... Hier, du könntest... Wuchtschaden ist doch... Ist Hammerwuchtschaden. Entweder ist Hammerwuchtschaden oder die Axt, aber ich nehme, glaube ich, den Hammer. Und wir können noch mal... wir können noch mal andere... Wir nehmen mal unsere Doppelschutzkarte. Wie lange halten die? 10 Züge. Nehmen wir nicht. Poloses Gehen, Spiegelbild, nein. Sollen wir irgendwas noch nehmen? Ich glaube, wir nehmen einfach den normalen Bogen. Das war ein Fehlschlag, schade. Gott, ich weiß gar nicht mehr, was letztes Mal bei uns so gut funktioniert hat. Energieschaden war gut bei ihm, ne? Energieresistenz. Nein, das war nicht gut bei ihm. Aber die anderen sind alle immun. Also Energie oder Eis können wir tatsächlich benutzen. Den Rest nicht unbedingt. Und Schall und Säure. Okay. Wir nehmen also Energie. Es muss ja nicht perfekt funktionieren. Hauptsache, es geht irgendwie. So, bitte komm nicht zu mir. Nice, kritischer Treffer. Sehr gut gemacht. Und, oh, Fehlschlag auch noch. Lasel. Nice. Du Profi. So, Astarion. Mach mit Säure. Ah, das trifft Lasel auch. Ach, ich will Lasel nicht treffen. Was ist das? Blitz. Das trifft Lasel auch. Okay, wir machen einen normalen Angriff. Ansonsten trifft sie das alles mit. Sehr nice, kritischer Treffer. Guck mal, das klappt schon viel besser als letztes Mal. Letztes Mal war auch furchtbar. Ey, kein Fehlschlag. Ey, du nicht so, als ob du besser bist als wir. Danke. Verdammt nochmal. Du wartest, Hund. Du greifst nicht an. Du, Ölsbrand schaffst das... Nein, was steht da? Überziehe eine Waffe, dass die Feuerresistenz des Ziels in Verwundbarkeit durch Feuer verwandelt wird. Das ist hart. Da steht ja... Da steht doch in Lava. Nein, das war ein Fehlschlag. Schade. Wäre das kein Fehlschlag gewesen? Das wäre hart gewesen. So, hier machen wir nochmal Energie. Warum nicht? Wir kommen auf jeden Fall so viel besser voran als letztes Mal. Das ist ein gutes Setup, das wir gerade haben. Bitte schlag mich nicht. Oh mein Gott, bitte. Oh, geht's uns noch gut? Ah, 24. Oder 18. Und mein Hund ist tot. Du hast den Hund umgebracht. Du Monster. Wer bringt denn Hunde um? Oh mein Gott, Astarion. Das ist wichtig. Kannst du rüber springen? Spring mal dahin. Jetzt schlag ihm voll ins Bein. Komm schon. Vom Knöchel. Manu. Aber du kannst einmal bitte sammeln machen bei ihr. Danke. Können wir eine andere Attacke nehmen? Unser Zauberding ist noch da. Was ist Fluch? Verfluch eine Kreatur durch Berührung. Nachteil bei Würfen und Rettungsan- oder Angriffen. Da müssen wir aber nah rangehen. Das ist riskant, aber es könnte sich lohnen. Ich glaube, das machen wir. Ja, wir verfluchen ihn einmal. Nee, du sollst ihn anfassen. Nachteil auf Charisma, Nachteil auf Konstitution, Nachteil auf Intelligenz. Stärke, Weisheit, Angriffsnachteil, zusätzlicher Schaden. Angriffsnachteil ist, glaube ich, gut. Ja. Es ist gelungen. Verdammt. Kann man wieder zurück? Oder bist du angegriffen? Nein, du bist angegriffen. Verdammt. Okay, du haust jetzt aber ab. Ich will dich auf gar keinen Fall nah an ihm haben.
Oh, wir machen mehr Energieschaden. Nice. Sehr gut. Wir hatten noch einen Zug überhitzt. Also, da muss unbedingt wieder Lava gehen. Sonst geht das alles nicht. Ja, jetzt ist er ist wieder gegen alles immun, oder? Shit, wir müssen ihn in die Lava bringen. Wir müssen ganz dringend dafür sorgen, dass er in die Lava geht. Kannst du wegfliegen? Verdammt, das bringt nichts, ihn anzugreifen. Das wird alles Fehlschlag sein. Was ein Problem ist. Das ist echt alles jetzt immun, ne? Er muss in die Lava. Das ist problematisch. Wir können nur abhauen. Und jetzt spring einmal. Wir haben doch Supersprung aktiviert, oder nicht? Verdreifachte Sprungreichweite. Ja, warum kann ich denn nicht springen? Das ist verdreifacht? Oh! Du hast mich direkt umgebracht. Aber ich musste doch weggehen. Wir müssen ihn ja in Lava bekommen irgendwie. Jo, das ist jetzt schlecht. Unser Abbild ist ein Lager, das ist auch nicht gut. Das hätte ich besser platzieren können, aber Pech jetzt, ist auch egal. Die müssen halt, er muss halt in Lava gehen. Bitte geh in Lava. Das ist Abbild angegriffen. Ah, greif nicht Schattenherz an. Geh in Lava, geh in Lava. Lass Schattenherz in Ruhe. Kannst du nicht in Lava gehen? Statt so ein Arsch zu sein. Das nochmal, hatten wir nicht einen... Hatten wir nicht mal einen Bogen, einen Pfeil, der irgendwas Gutes gemacht hat für uns? Komm, hol du den Vertrauten. Der kann das Miauen ja ablenken und dann kommt der zum Miauen. Und jetzt hau ab. Bitte tritt das Abbild, nicht mich. Es war ein Fehlschlag. Okay, wir heilen einmal alle. Wir müssen irgendwie weg hier. Das ist ja furchtbar. Das ist furchtbar, 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 furchtbar. Er muss unbedingt durch Lava gehen. Lange Schattenherz, da ist das aber ein Problem. Wir können aber den Angriff auf uns ziehen, dass er durch Lava geht, ne? Wir greifen ihn mal an. Und nehmen einmal Heilung. Gehst du jetzt zu uns? Ja, er geht zu uns. Sehr gut. Ja, es ist okay, dass du uns geschlagen hast. Das ist weniger. Okay, danke. Ich lebe aber noch, ne? Uhu, ich lebe noch. Noch. Noch ist der Punkt. Nekrotisch. Bist du gegen nekrotisch verwundbar? Nekrotisch ist trotzdem immun. Ah, ist das schwierig hier mit dem Typen. Na komm, schieß ihn ab mit Arcana-Munition. Und nochmal. Verdammt. Okay. Starion, kannst du von da hinten schießen? Na, ja, es hat nicht Schaden gemacht, ne? Das ist alles ziemlich ärgerlich, muss ich sagen, was hier passiert. So, das mit der Trefferpunkt. Mit dem Trefferpunkt über die Emma. Und dann möchte ich nächste. Können wir nächste Runde überhaupt heilen? Ich denke ja. Nächstes Mal heilen wir dann. Wir müssen da nicht hinlaufen, ne? Nein. Na gut. Können wir abhauen? Dann bin ich schwierig. Oh doch, wir können abhauen. Sehr gut. Gott sei Dank. Oh, die. Wieso? Wieso hört die Lava jetzt auf? Oh, nicht so Starion. Warum ist Starion von Leuten? Wieso? Hat er doch nichts getan. Er macht doch nur Lava an. Oh Mann, der Kampf ist trotzdem noch voll schwer. Ich habe das nicht erwartet, dass er so schwer sein wird. Kannst du das bitte wieder anmachen? Danke. Ups. Wir haben, glaube ich, ein Problem hier. Das können wir nicht benutzen. Wir werden uns einmal heilen. Können wir jetzt den Zauber benutzen? Wir können nicht mehr heilen. Oh Mann, ich hätte es nicht so... Ich habe es falsch benutzt gehabt. Das war blöd. Aber wir können Wunden heilen bei ihr. Aber wir müssen nach vier ran, ne? Ah, schwierig. Wir können einmal wieder unseren Hammer rufen. Er hatte uns ja gefehlt. Leider kommen wir nicht zu ihr. Das hat gar keinen Schaden gemacht, verdammt.
Das war Wachen, was ist das? Ich glaube nicht, dass das gut ist, dass er das gerade gemacht hat. Hey, wieso bist du immun gegen Stichschaden? Oh, jetzt bist du wieder gegen alles immun, weil du nicht in Lava stehst. Du bist so ein nerviger Gegner, weißt du das? Du bist so ein nerviger Gegner. Das kann nicht wahr sein, wie nervig du bist. Ich schlag dich jetzt, einfach aus Prinzip. Auch wenn das nichts bringt. Verdammt, du bist so ein nerviger Gegner. Huch, das wollt ihr nicht. So, können wir näher ran. Eigentlich müsste ich ihn locken, damit er zu mir kommt. Okay, ich wollte nicht durch die Lava laufen. Kannst du nicht einfach da zurücklaufen, wenn ich was drücke? Was ist denn das? Darf ich mal an, dass er zu dir kommt. Das war ein Fehlschlag. Oh Mann, ich hatte gehofft, dass er dann denkt, oh, da hinten kratzt mich was. Da greife ich jetzt an. Du mach das auch. Ich gehe mal hier hin und dann dahin. Ich traue der Sache nicht. So, na komm. Was ist das? Freies Zustände von... Haben wir irgendwo... Bewirke bei 3 weiteren Zielen... Nein. Nein. Suchen. Fall des Blitzes. Haben wir nichts, was uns hilft? Ich dachte, Klett hat mir einen Heil, der heilen kann, aber ich glaube, das haben wir nicht. Schade. Kritischer Treffer, aber schade. Das hat nicht mehr weiter was gebracht. Komm zu uns, komm schon. Jetzt hat die Lava schon wieder aufgehört. Jo. Sei doch nicht so eklig. Ah, jetzt mach's bitte wieder an. Komm, Astarion kann sich endlich wegporten. Dann müssen wir aber irgendwann wieder zurückkommen. Oder sie muss zurückkommen. Lazelle ist tot. Oh. Deswegen habe ich gar nicht... gemerkt. Na komm. Du musst wieder leben. Obwohl, wäre vielleicht gut gewesen, sie tot zu lassen, bis der Typ da wegkommt. Da habe ich also nicht dran gedacht. Und ja, wir können ja nichts machen, solange er nicht in Lava geht. Kannst du bitte zu mir kommen? Oh mein Gott, er nimmt wieder Erdbeben. Der Typ ist so OP. Was soll denn das? Komm zu mir. Ich bin hier hinten. Komm zu mir. Ich heile mich einfach. Ich nutze einfach aus und heile mich in der Zeit. Na, komm zu mir. Wieso ist das... Die Schmelze schon wieder aus. Wieso ist die Schmelze aus? Wieso musst du sie unbedingt versuchen umzubringen? Stapf doch nicht auf sie rauf. Ich habe jetzt ein Problem. Die Schmelze ist aus. Ich werde gleich mit meinem Charakter. Kann ich direkt mit dir? Ja, weil wir müssen... Na komm. Ich kann das nicht mehr machen, weil ich mich geportet habe. Och nö. Ich stehe jetzt blöd. Okay, ich stehe jetzt blöd. Ich stehe jetzt blöd! Ah! Ich hätte mich heilen können. Das habe ich nicht getan. Verdammt, da habe ich nicht dran gedacht. Das ist alles nicht so gut. Das läuft alles weniger gut, als ich dachte, dass es laufen würde. Wunden heilen. Dafür sind wir zu weit weg. Haben wir unsere eigenen... Ne, können wir Astarions Wunden heilen? Nein, dafür müssten wir zu üben gehen. Wir können auch nicht angreifen. Können wir irgendwas... Resistent. Macht uns hier gegen... Na, lalala. Ich kann nicht reden. Wir wäre eine Kreatur Vorteil auf Heimlichkeit. Das brauchen wir nicht. Können wir irgendwas anderes machen? Irgendwelche anderen Vorteile? Heilige Flamme, was ist das? So ein Bezaubern. Ne, Humanoiden, das können wir gar nicht erst benutzen. Attributwürfe, das können wir machen bei uns. Wir müssen dafür näher dran sein, das geht nicht. Dann machen wir die Resistenz für uns selber. Na, komm zu uns. Ja, und jetzt bleib bitte da vorne stehen. Bleib bitte da vorne stehen. Bleib bitte da vorne stehen. Oh mein Gott, der geht rauf, oder? Nein, er bleibt stehen. Er bleibt stehen. Nein, er geht rauf. Von allen Sachen, die wir jetzt machen können. Warum musst du da raufgehen? Es ist so ätzend. Weil wir nichts tun können. Es ist so ätzend. Komm doch zu mir.
Es ist so ätzend. Wir können auch nicht weggehen, weil er uns angreift. Ah, oh, jetzt ist er nicht in der Lava und wir können nicht... Kannst du bitte die Lava aktivieren? Könnt ihr nicht hochhelfen in der Zeit? Trink dies, um einen tiefen, erholsamen Schlaf zu fallen. Können wir irgendwas anderes benutzen, was uns was bringt? Eismesser, Furcht, sprechen Monster festhalten. Zählt er als Monster? Ach, selbst wenn, es bringt uns nichts, ihn da jetzt festzuhalten. Säurepfeil. Verwirrung. Verwirre eine Gruppe von Kreaturen, sie greift wahllos an. Nee, das bringt uns ja nichts. Verbannung. Können wir das machen? Huch. Hä, wieso ging das jetzt nicht? Ich kann das nicht ausrüsten. Wieso? Ich kann da nicht wirken. Wieso kann ich die Zauber nicht wirken? Weil ich schon gemacht habe, oder was? Oh Mann, ich kann aber Sachen trinken noch. Ist das ätzend? Halt die Klappe! Verdammt. Wir nehmen das. Jetzt kriegen wir eine Aktion. Und jetzt können wir nochmal versuchen, den einmal zu verbannen. Okay, jetzt können wir wenigstens einmal ganz kurz Busa machen. Und versuchen klarzukommen. Ich kann meine Kamera nicht ändern. Wieso? Wieso kann ich meine Kamera nicht bewegen? Okay, jetzt kann ich. Wird einfach nur sehr seltsam geladen. Okay. Ich habe nicht genug Bewegungsrate, um ihn direkt vor mir zu teilen. Ah, ab und zu ist das hier echt dämlich. Können wir ihm das geben? Nein. Wir machen das. Wir brauchen nur die Zeit, um uns mehr zu heilen. Dann geht das auch schon. Einer von uns muss Lazelle helfen. Das wäre ganz gut. Mal darauf. Und dann darauf. Ich glaube, wir sind trotzdem nicht weit nah genug dran, ne? Wir könnten nah genug rankommen. Sehr gut, wir kommen ran. Das ist wichtig, dass wir das machen. Kann ich wieder zurückspringen? Ja, nein, kann ich nicht. Okay, und du musst dich jetzt genügend heilen. Du hast nur die 4 bis 10. Was bringt dir das? 7 bis 16. Okay, das ist deutlich besser. Okay, und du gehst mal hier in die Ecke. Können wir uns irgendwie anders vorbereiten? Wir könnten einmal den Stapel teilen und eins davon Lazelle geben. Und dann könnten wir... Was haben wir denn noch so? Haben wir noch irgendwas, was wir jetzt machen könnten? Ich glaube nicht. Wir können uns heilen. Das ist das Beste, was wir jetzt tun können. Einfach hochheilen, bis der Typ wiederkommt. Ah, er ist wieder da. Und jetzt hört natürlich genau jetzt die Lava auf. Wieso hört denn jetzt genau... Er geht wieder rauf. Ah, ein Fuß noch unten. Bitte lass den Fuß unten bleiben. Bitte lass den Fuß unten bleiben. Kann ich bitte dann... Bitte lass es zählen. Sein Fuß ist ja noch irgendwie so halb unten. Das sollte doch zählen, oder? Zählt das? Zählt es nicht? Sag nicht, das zählt nicht. Sein Fuß ist doch da drin. Ich sehe es doch. Es zählt nicht. Sein Fuß ist doch drin. Es zählt nicht. Der Typ ist super nervig. Hör auf, nicht da reinzugehen. Geh doch bitte da rein. Du Nervkopf. Ganz ehrlich. So viel hatten wir das Problem doch auch noch nicht, oder? So schlimm war das nie. Es bringt doch nichts, ihn weiter anzugreifen in der Zeit. Du kannst dich selber heilen. Und einmal einen Trank nehmen. Kannst du bitte... Ja, danke. Endlich ist er wieder da durchgegangen. Mann, das zählt auch immer nur 2 Züge lang. Das ist so fies. Aber jetzt können wir wenigstens mal Schaden machen. War Blitz überhaupt gut?
Oder war Blitz immun? Blitz ist komplett immun. War der Blitzschaden? Ja, nee. Falsch gelesen. Ja. Das ist alles nicht so toll, was wir machen können. Ich glaube, Säure ging noch. Das war ein Fehlschlag. Wie können wir den ablenkenden Kampf machen? Der kommt dann zu uns gleich. Dann bleibt er noch weiter im Seelenbrecher. Das sieht cool aus. Oh, aber dafür müssen wir hin, ne? Ja, dafür müssen wir hin. Ich will nicht, dass die aus Versehen losrennt in das Feuer. Das wäre nicht so toll. Wir machen das nochmal mit dem, damit wir sicher gehen können, dass er wirklich herkommt. Es war ein Fehlschlag. Das war nicht gut. Kannst du mal... geh mal näher ran. Du musst als nächstes dich darum kümmern. Sie muss sich um das Rad kümmern, genau. Wieso hält das denn nur so kurz? Das wundert mich. Das war doch eigentlich immer länger, oder? Oder irre ich mich? Kann ich hier irgendwas... Kann ich Monster festhalten jetzt nehmen bei dem? Fehlt das als Monster? Er hat einen Rettungswurf bekommen. Verdammt. Einfach kann heilen. Achso, ich kann aber auch mal ganz kurz mit ihr rangehen jetzt. Sehr gut. Astarion einmal. Wir warten, bis die Lava kommt. Perfekt. Und dann greifen wir mit hinter. Wir sind nicht im Vorteil. Okay, greifen wir normal an. Das macht so wenig Schaden. Das ist so furchtbar. Er ist leider nicht nah genug dran, damit wir schlagen können. Schade, schade. Du bleibst weiter bei uns mit Ablenkung. Und wir haben nicht gut abgelenkt. Warum sind so viele Schläge? Ich weiß, du bist gegen so viel immun, aber bitte. Ja, du kannst nichts machen. Okay, solange er in der Lava bleibt, ist mir alles egal. Der ist auch ein Penner, ne? Der positioniert sich extra so, damit er uns alle erreichen kann. Ich habe das Gefühl, letztes Mal lief das deutlich besser, als wir diesen Kampf gemacht haben. Und da waren wir unterlevelt. Was haben wir denn da so anders gemacht? Oh, kritischer Treffer. Nice. Und heil dich mal bitte. Kannst du auch einen kritischen Treffer bekommen? Das wäre super lieb. Bitte, bitte, bitte. Komm schon. Ja, kritischer Treffer. Nochmal bitte. Schade. Gut, einmal. Wir werden alle unsere Lebenstränke verbrauchen. Ich hoffe, wir können irgendwo neue kaufen. Ah, ein Fehlschlag. Egal, egal. Alles gut. Another fight. Let's go. Kann ich leider nicht benutzen. Oh, 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 oh. Können wir... Haben wir irgendwas hier, was ganz gut wäre? Person festhalten bringt eh nichts. Verschwimmen. Angriff. Angreifer sind bei Angriffswürfen gegen dich im Nachteil. Zählt das nur gegen mich als Person oder gegen alle? Weil gegen alle wäre geil. Gegen mich als Person wäre weniger nice, weil ich kann nicht so viel Schaden ausrüsten. Ausrichten, meine ich. Schallschaden. Wie steht es um Schallschaden? Es ist Resistenz, aber man ist nicht immun. Das wäre nicht schlecht. Na komm. Widerstand, da siehst du das Hauptziel. Achso, sie ist von ihm das Hauptziel. Ups, jetzt sind wir das Hauptziel. Ich verstehe, was damit gemeint ist. Nicht gut. Passt aber. Bitte bleib stehen. Oh, kannst du nicht einfach stehen bleiben im Lava... im Lavafeld, weißt du? Ach Mann. Und wir sind tot. Das ist auch nicht gut. Wir müssen uns aber ranstellen an den Rand, dass wenn er zu uns kommt, was er tun wird, er trotzdem noch mit einem Fuß wenigstens dran stehen bleibt. Er ist noch überhitzt, also noch können wir angreifen. Na komm, er hat nur 100. Wir schaffen das. Ich gebe nicht auf. Wir schaffen das. Ich weiß, wir müssen ihn nicht mal töten, aber wir schaffen das. Ich sehe das gar nicht ein, dass wir das nicht schaffen. Komm, ablenken der Schuss. Müssen wir nach vorne gehen, wenn wir das machen? Nein, ne? Nein. Ich habe mal Angst, weil die haben alle nicht so den Überlebenswillen. Wenn ich das einmal nicht, wenn ich einmal nicht drauf achte, dann lande ich auf einmal in der Lava. Kannst du dich da hinfliegen? Kannst du nicht? Nein. Perfekt, da geht wieder in die Lava. Das ist wichtig. So,
sei Dank. Wir konzentrieren uns voll auf Schaden jetzt. Viele müssen stehen. Oh. Nice, sehr gut. Ah, ist leider bestanden. Den Würfel. Oh, schon bei 90? War mir schon mal bei 90? Ich weiß es nicht, aber wir sind auf jeden Fall gut dabei. Wir waren noch nicht bei 88, da bin ich mir ziemlich sicher. Ich bin mir wirklich sicher, dass wir noch nicht bei 88 sind. Ich bin froh, dass unser komischer Hammer nicht verbrennen kann, während er da drin sitzt. Uns. Wir können uns theoretisch helfen, oder? Problem ist, wenn wir hier weggehen, müssen wir auch irgendwann wieder zurück. Es ist nervig, aber wir müssen uns helfen. Wir brauchen alles, was wir haben. Jede Hand. Wir brauchen alles, was wir haben. Macht gar keinen Sinn. Wir brauchen jede helfende Hand. Wir können uns schon mal Richtung zurückbewegen. Wir haben keine Rate mehr, um uns zu bewegen. Schade. Ist okay. Wir heilen uns. Wir verbrauchen gerade echt alle unsere Lebenstränke. Es ist okay. Wir werden uns neue besorgen. Irgendwo besorgen wir es. Wir haben genug Geld. Irgendwo kriegen wir neue. Wenn nicht, essen wir halt den Zwerg. Sonst muss das halt sein. Dann sind wir Zwergenesser. Ja, genau. Greif die Waffe an und dann kommt zu uns. Natürlich. Und er geht... Er macht das doch mit Absicht, oder? Der geht immer mit Absicht rauf, damit er nicht in der Lava sein wird. Was ist ein Penner? Ganz ehrlich, ne? Du Penner. Mit Absicht gehst du darauf. Ist er geschrumpft? Ach, Öl der Verkleinerung war das. Ich dachte... Oh, ich dachte immer, da steht Öl der Verkleidung. Nice. Er ist kleiner. Sehr gut gemacht, Astarion. So weit waren wir noch nie. Komm schon. Wir haben ihn bald. Halt dich nochmal, einfacher Sicherheit. Und du, geh zurück. Mach an. Mach an das Zeug. Ja, nächster bitte. Er ist noch verwundbar, ne? Ja, und er ist verkleinert. Alles gut. Wir schaffen das. Wir machen ihn fertig. Er hat gar keine Chance gegen uns. Ich weiß nicht, was... nee, das ist diese komischen Mix-Typen. Nevermind, das konnten wir gar nicht benutzen. Was können wir machen? Fall des Eises. Dann treffen wir aber Lazelle mit. Wir können wahrscheinlich nichts tun. Wir nehmen normalen Schaden. Na komm. Das war ein Fehlschlag. Schade. Egal. Wir kriegen das hin. Ah, Fehlschlag. Nice. Das ist nicht so nice, aber egal. Wir haben Fehlschlag. Er ist nicht mehr... Er ist immun jetzt wieder, ne? Verdammt. Wir müssen ihn irgendwie locken. Wir müssen ihn irgendwie herlocken. Gefahrenabschätzung. Ich glaube, jetzt sind wir das Ziel. Ich hoffe, wir sind jetzt das Ziel. Wenn nicht, ist problematisch. Wir können nämlich nichts machen gerade. Das geht sonst nicht. Ich hätte ihn nicht angreifen dürfen. Jetzt sind wir wieder das Hauptziel, ne? Das war schlecht. Komm schon, letztes Hauptziel. Ja, wir sind Hauptziel. Oh, es war noch ein kritischer Treffer. Das tut so weh. Oh, und ist er ausgegangen? Wir haben das doch gerade so angemacht. Wieso ist das denn wieder ausgegangen? Oh mein Gott, mach das an. Ich komm da nicht hin. Kann ich das jetzt machen? Ja. Nein. Ich hab keine Ressourcen, um das zu machen. Oh mein Gott, das ist fies. Das ist einfach nur fies. Kann ich das mit ihr machen? Oh, ich kann es mit ihr machen. Gott sei Dank. Stehen wir im Lavafeld? Ich bin im Lavafeld. Ich kann nicht mal einen Schritt nach vorne gehen. Ernsthaft? Ich kann nicht einen Schritt nach vorne gehen? Warum tust du mir das an, Spiel? Oh Mann. Problem. Egal. Ist okay. Immerhin hat der Typ wieder kriegt Schaden. Komm, 66. Oh, wieder verkleinert. Astarion! Du Held! Schlag ihn! Schlag ihn nochmal! Wenn ich sage, schlag ihn, dann treff ihn noch bitte. Wir haben nur noch die kleinen Leben. Ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, um zu heilen. Wahrscheinlich macht er jetzt One-Hit. Nice, kritischer Treffer. Oh, hat 40. Und sie ist tot. Egal. Das ist nicht... Ja, es war klar, dass wir jetzt tot sind. Ich meine, es ist auch deine eigene Schuld, wenn du da reingehst. Und nicht wieder nach oben kommst, muss ich ganz ehrlich sagen. Wer bleibt auch in Lava stehen? Du hattest eine Wahl. Komm, Astarion. Na los. Komm, 33 nur noch. Und du ein bisschen nach vorne, ja? Dankeschön.
Ist nicht zu viel verlangt, ein bisschen nach vorne zu gehen. Wir hätten den besseren Trank benutzen können. Oh, das ist schon wieder aus. Wie schnell geht das denn?